Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play Ico. Heute am 17.12., ja, eine Woche vor Heiligabend 2018. Und ja, wir haben schon relativ spät, 8:55, das heißt, ich muss eigentlich schon in der Stunde fast pennen gehen. Also ich habe gedacht, nach so einem Montag, ne, kann man auf jeden Fall noch ein bisschen Entspannung hinterher gebrauchen. Ich habe schon mal offscreen soweit weitergezockt jetzt. Nicht wundern, ne, wenn ich das nächste Mal speichere, ich werde eine immense Spielzeit haben, weil gestern nach der letzten Aufnahme habe ich das Spiel einfach nochmal für, ja, fast 2 Stunden einfach mal laufen lassen, also ohne es auszumachen. Und ja, das hat sich natürlich auf die Spielzeit niedergeschlagen. So, ich habe hier auf jeden Fall alles soweit gemacht. Ich habe die Sonneneinstrahlungsgedöns-Sache da schon mal richtig ausgerichtet und ja, soweit eigentlich auch schon alles fertig gemacht. Wo ich jetzt noch nicht war, war im Wasserbereich. Das heißt, da müssen wir hinterher nochmal hin. Aber wir sind ja schlauer geworden und wissen. Ja, aber wir lassen die Olle erstmal mitkommen. Ach, wobei. Das kriegst du schon so hin. Wir müssen einmal über außen quasi in den oberen Bereich kommen. Ne? Mit Hilfe der Kette, die wir dann gleich haben werden. Und dann nicht so doof sind wir beim letzten Mal und ins Leere springen, weil das war nicht so cool. Ho, 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 ho. So, genau hier. Und hoio! Guck mal, geht direkt mit Anlauf, da war auch nichts mehr gut. Also da war jetzt generell nicht so viele schlimme Sachen. Hat aber trotzdem gereicht, dass ich hier... Oh mein Gott! Schön verkackt habe, weil ich dann einfach daneben gesprungen bin. Jetzt aber nicht! Sag ich doch. So, erstmal Wasser abstellen auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Ah, und hier, genau. Zack. Und... Komm. Fob. Nehme ich auf. Wichtigste Sache. Jo, tu ich. Hervorragend. Tonspur. Kommt auch zurecht. Sehr gut. So, dann die zweite Sache. Ich weiß noch nicht so genau, was ich jetzt damit anfangen kann. Hallo. Danke. Wenn ich die Scheiße nämlich weg hab. So. Ah, da kann ich bestimmt Bomben holen, um das Tor zu öffnen. Vielleicht. Genau, das war das. Und ich hoffe jetzt nicht, dass jetzt die Olle irgendwie gefangen genommen wird oder sonst irgendwas. GameStop habe ich heute gerade schon echt extrem laut. Warte mal, muss mal ein bisschen leiser machen. Ich musste gestern ein bisschen lautstellen, weil ich habe jetzt Alone in the Dark angefangen für PlayStation 3. Ja, aber das Spiel ist echt nicht so geil, ne? Ich kenne von Alone in the Dark eigentlich nur den PlayStation 1 Teil, also The New Nightmare. Was auch für PlayStation 2 dann mal rausgekommen ist hinterher. Und das war eigentlich... Ich meine, ich habe es auch nicht durchgespielt, aber das, was ich davon gespielt habe, war eigentlich ziemlich geil. Aber der PlayStation 3 Teil irgendwie... Ich weiß nicht, der... Der will der Funke nicht so überspringen, muss ich sagen. Ja, schon. Er wirkt ziemlich buggy auf jeden Fall. Und irgendwie komisch. So. Was soll ich denn hier machen? Oh mein Gott. Ich habe echt ein bisschen Schiss, dass sie gefangen genommen wird. Bin ich hier? Ja, damit. Ich brauche Holz. Ah, Moment, Moment, Moment. Da gab es irgendwo Holz. Das ist ja äußerst praktisch. So, erstmal den hier. Ah, wo habe ich das gerade gesehen? Wo habe ich das gerade gesehen? Von wo kriege ich Feuer her? Feuer ist schon mal gedengelt. Das war unten, ne? Ah! Sehr gut, dankeschön. Ja, wäre gelacht, wenn wir heute nicht das zweite Tor auch noch aufkriegen. So, einmal habe ich gesagt. Ja, danke. Schnell weg. Und Foms. So geht das nämlich. So, jetzt kriegen wir nämlich auch die Olsche rüber. Wer sich an die letzte Aufnahme erinnert, weiß, welcher Bereich das hier ist. Los. So. Wo bist du? Irgendwo hier in der Nähe müsstest du ja... Na, bleib da oben. Bleib bitte da oben. Bitte komm nicht runter. Ich möchte nicht, dass du... Nein! Was tust du mir hier an? Bitte wieder hoch. Bitte wieder hoch. Okay, wenigstens muss ich die Leiter nicht komplett runterklettern.
schon mal ein Riesenvorteil ist. Ich sehe, ich war auch ziemlich doof, ne? Gut, dass hier noch ein Schwert liegt. So. Ab in den Hauptraum! Oh, kurz überlegen. Oh, wie kam ich denn da nochmal zurück? In den anderen Raum. Ich schätze mal, ganz einfach. Hier so. Fupp. Und dann hier so rein, oder? Ich weiß es nicht. Ehrlich nicht. Traurig aber war. So, genau. Und hier war das Wasser, wo wir nicht hochkamen. Aber jetzt, haha. Das heißt, ich hätte mir beim letzten Mal den ganzen Kletterscheiß nämlich schön sparen können. Wahrscheinlich. Genau, da waren wir, glaube ich, gerade eben noch. Da oben. Wo ich letztes Mal mich gefragt habe, fuck, wie kommst du denn da hin? Aber jetzt komplett ohne Probleme. Andererseits, was ich jetzt machen muss, ne? Ich kriege sie jetzt über die Brücke drüber. Aber das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Hey. Kein Scheiß hier. So, das heißt, hier müsste vielleicht noch irgendwo ein Schalter sein oder sonst irgendwas, ein Hebel. Irgendwas, oder wo ich mit ihr interagieren... Ah. Stimmt, da war ja was. Ich schätze mal, ohne die Perle würden die Sachen hier gar nicht erscheinen. Oder wir kämen da nicht weiter, okay. Alles klar. So, mach... Oh, wie praktisch, das direkt einen Aufzug. Das ist geil. Ich freue mich schon richtig auf die Weihnachtsfeiertage, muss ich sagen. Das war komplett aus dem Zusammenhang gerissen, aber egal. Ja, vor allem, das fällt dieses Jahr so geil, ne? Sonst, also wirklich, die letzten Jahre war ich eigentlich immer gewohnt, also wirklich bis sehr kurz vor Weihnachten zu arbeiten, ne? Also bis zum 23., ne? Oder halt, dass der 22. halt der Freitag war, dass man nicht mehr so viel Zeit hatte. Aber dieses Jahr einfach Freitag, Bums, ne? Der 21. ist, glaube ich, der Freitag, ja. Wo ich auch streame, natürlich. Freue mich auch schon drauf. Und dann, ganz einfach, komplettes Wochenende und dann erst Heiligabend. Dann noch zwei Feiertage hinten dran. Und das ist so geil. Hier, wo direkt ein bisschen einer flöten. So. Hauptsache keine Gegners. Nur noch 100 Meters. Nochmal eins. Oh, das Feuer hält. Hervorragend. So, und jetzt Sesam, öffne dich. Du doofe zweite Tür. So, welche Tür das ist, da brauche ich gar nicht lange drüber nachzudenken. Wird ähnlich wie beim letzten Mal sein. Bestor, schön. Endlich mal wieder eine Trophäe. So, Schwert auf jeden Fall. Und beide Türen sind jetzt zumindest aktiviert. Noch nicht offen. Ich habe nur leider keinen Plan, wie ich die aufkriege. Nein. Ich weiß es wirklich nicht. Gut, dann können wir hier aber auf jeden Fall weg. Und so mag ich das Spiel eigentlich auch. So, also diese kleinen, oder... Ja gut, so klein ist der Bereich jetzt hier natürlich auch nicht. Aber halt nicht so krass umfangreich, nicht weitläufig. Sondern ziemlich komprimiert. Ne, so wo man trotzdem aber ein bisschen Rätselaufgaben hat, ein bisschen Kombinationsaufgaben hat. Finde ich deutlich besser als irgendwie so eine richtig fette Welt, wo man den gleichen Scheiß nämlich hat. Wo sie erstmal 3 Tage lang umgucken muss, um überhaupt mal was zu entdecken. Wo man natürlich dann auch so irgendwo in seine Ideen eingeschränkt ist, ne? Was ich jetzt zumindest für mich nur gemerkt habe im Laufe des Spiels bisher. Weil wenn ich dann so einen großen Bereich habe, dann komme ich auf ganz andere Sachen, als mal irgendwas auszuprobieren. Also auf ganz andere Ideen. Vielleicht habe ich einfach nur einen beschränkten Geist. Das kann ja natürlich auch sein. So. Lange Brücke auf jeden Fall. Dass die noch hält, ne? Okay, da sind schon so ein paar Steinchen drin. Ist das, wo ich hin möchte? Ja, ich glaube, es ist das, wo ich hin möchte. Ach, guck mal, das ist ja schon hier unten. Wenn da Wasser wäre, würde ich da jetzt runterspringen. Aber da ist leider kein Wasser.
So. Genau, hier die Leiter hoch. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich auf sie warte. Weil letztes Mal hat mich das auch ein bisschen enttäuscht. Oh, die ist echt lang. Eieieiei. Ach, die. Naja, sie ist schon auf dem Weg. Immerhin. Da kann ich erstmal einen Schluck trinken. Kann ich auch noch erzählen, natürlich. Also nochmal an dieser Stelle, auch wenn das Spiel hier keinen Arsch guckt. Außer die paar Ärsche, die sie doch dazu bereit erklären. Und das ist Arsch ein Kompliment. Nee, Spyro wird kommen. Ja. Ne, es gibt jetzt mittlerweile teilweise Zuschauer, die sogar etwas pikiert darüber sind, dass ich das bisher noch nicht gespielt habe. Kann ich auch. Eigentlich kann ich das um ehrlich sein nicht nachvollziehen, ne? Weil ich bin kein neuer Spielspieler. Das habe ich, glaube ich, zweimal gemacht. Einmal war es nicht mehr ganz so, das war damals The Darkness 2, aber einfach auch, weil ich geil auf das Spiel war. Also, aber so richtig geil auf das Spiel war. Und zum anderen war es halt die Insane-Trilogie, wo ich auch echt einen Arsch voller Zuschauer hatte, so, weil ich das bisher noch keinesfalls mal erlebt habe bei mir auf dem Kanal. Und auch da, weil ich ziemlich geil auf das Spiel war, muss ich sagen. Ich habe mich da echt drauf gefreut. Hab mir da sogar den Tag extra Urlaub genommen. Oh, ich glaube, ich hatte da sowieso irgendwie Jahresurlaub oder so. Ja, und, ne? Hat sich halt gerade angeboten. Und es hat auch einfach richtig geil Bock gemacht. Und Spyro hingegen da, gegen meine Vorfreude, ging da ein bisschen in Julias Vorfreude unter. Ne? Weil sie sich halt so krass darauf gefreut und sie hat Tage gezählt, bis das rauskam und so, ne? Warum sollte ich das jetzt auch noch Let's Playen, wenn sie es eh schon macht, ne? Und warum sollte ich das Let's Playen, wenn es jetzt gerade, also wenn man es jetzt nicht direkt an Tag 1 macht, ungefähr noch 40 andere Leute machen, ne? Da kann ich auch jetzt lieber noch, keine Ahnung, 3, 4, 5, vielleicht 6 Monate warten, bis er wieder so ein bisschen mehr in Vergessenheit geraten ist. Und dann nochmal, ne, eine neue Impression zu geben. Weil jetzt ist er doch komplett überladen. Es gibt jedoch wahrscheinlich keinen, der das Spiel jetzt bei 8 Leuten anschaut. Gut, es mag Leute geben, die jetzt vielleicht darauf gewartet haben, bis ich das mache. Okay. Und sich das jetzt in der Zwischenzeit stattdessen doch bei jemand anderem angesehen haben und meinst, dann vielleicht nicht mehr so interessant ist. Kann ich bestens mitleben, auf jeden Fall. Aber, was ich auf jeden Fall... Was habe ich da gerade überhaupt gemacht? Ich habe keine Ahnung. Was ich aber... Also, wo ich wirklich mit Gedanken spiele, das so zu machen wie bei Crash, ist das Crash Team Racing Remake. Weil... Da bin ich auch schon ganz geil drauf. Ich spiele das heutzutage auch noch richtig gerne. Wenn Shen, Christoph oder so kommen. Das ist immer echt noch für eine Runde gut. Super gealtert, das Spiel vom Gameplay auch. Und da habe ich schon Bock drauf. Ich hoffe nur nicht, dass er das Geschwindigkeitsgefühl... Wie, oh du Scheiße. Nom. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß echt nicht mehr, wie ich gehen muss. Oh mein Gott. Ich hoffe nur, dass ich das Geschwindigkeitsgefühl nicht so... komplett zerstört haben. Also so wie es halt bei Crash Nitrocard war oder auch bei Tag Team Racing. Ich bin hier falsch, glaube ich. Vermute ich mal ganz stark. Jupp. Gut. Da bin ich wieder weg. Ja, weil das fand ich im ersten Teil schon eigentlich ziemlich perfekt, das Geschwindigkeitsgefühl. Haben sie aber dann wirklich mit den Nachfolgern, wenn man es so nennen möchte, echt ein bisschen kaputt gemacht. Hier richtig. Ich habe wirklich nicht den Hauch einer Ahnung. Also ich bin da ein bisschen. Ich glaube, hier bin ich auch falsch. Überfordert. Ja, auf jeden Fall, das möchte ich mir eigentlich im nächsten Jahr. Also habe ich mir schon auf die Fahne geschrieben, dass ich das auf jeden Fall relativ zeitnah. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich so wie bei Crash mache, aber relativ zeitnah im Release zocken möchte. Damit wahrscheinlich aber nicht mit einer Platin-Trophäen-Challenge, weil ich glaube, es gibt da Online-Scheiß. Oder Scheiß, wobei das ist ein Spiel, da werde ich das wahrscheinlich sogar machen, ja. Oder versuchen zu machen. Das macht dann einfach Spaß. So, mal kurz überlegen, wo war ich denn gerade? Hier bin ich bestimmt gerade durchgelatscht, ne? Oder? Ach, geht's ja einfach alles durch. Wo ist ja kein Brot? Ach so. Ach so, hier bin ich jetzt. Okay. Mal trotzdem kurz überlegen, wie ich hier hingekommen bin. Ich will eigentlich genau da runter. Wo stehe ich gerade so ein bisschen im Leeren, weil ich nicht weiß, wie ich da runterkomme. Hier bestimmt. Ja, das sieht gut aus. Ach du Scheiße, warum bin ich jetzt hier?
Es muss ja doch einen verkackt kürzeren Weg geben. Der kann doch nicht wahr sein. Ist mal ohne Scheiß. Okay. Nein, die Plätschchen ist abgekackt. Oh nein, das hat's jetzt manchmal. Okay, gut. Dann, Scheiße. Ja, dann spiele ich bis hierhin nochmal und dann gucke ich mal, was passiert. Fuck. Ja, das ist das Blöde. Das ist mein neuer Playstation. Ich verstehe nicht, was ist das für ein Fehler? Hat das was mit Überhitzung zu tun? Ich weiß es nicht. Das habe ich seit gestern. Die hat wirklich stundenlang super funktioniert. Und jetzt macht sie ab und zu mal das. Aber nach einer Viertelstunde habe ich damit eigentlich noch nicht gerechnet. Gut, auf jeden Fall. Ich mache hier mal kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.